Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetzt, Heute und Hier. Ihr hört Radio Swupfurt auf 91,7. Wir übernehmen jetzt ganz, ganz freundlicherweise die Frequenz von der Oderwelle für die nächsten Stunden. Und quasi könnte man jetzt sehen, wie ich nach nebenan winke und mich herzlich dafür bedanke. In dieser Sendung, die jetzt so die nächste Stunde euch begleiten wird, werdet ihr Balfolk-Musik hören, also Tanzmusik traditioneller Natur aus dem europäischen Raum. Wir schauen mehr so nach Westen. Und jetzt gleich ganz am Anfang gibt es ein Stück von Hot Griselda aus Belgien, die ich ganz wundervoll finde. Und sie stellen sich quasi mit einem Tänzelein direkt für euch vor. Am Mikrofon für euch ist wie immer Thomas Strauch. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Viel Vergnügen.
Ach, wunderschön. Jetzt habe ich ein Stück für euch, das ist quasi noch eine Reminiszenz an die vergangene Sendung, denn in der letzten Sendung habe ich euch ja mit einem Griff aus meinem Plattenschrank bespielt sozusagen. Und da gibt es jetzt von der Schallplatte Wall of Sound von Blosabella, die Last Chance Bourrée. Das soll nicht die letzte Chance auf eine Bourrée sein, aber in dieser Sendung wird es wohl, naja, doch eine wird es noch geben, aber nicht so eine. Viel Vergnügen damit.
Das war Blosabellas Last Chance Bourrée. Jetzt habe ich, wie ich finde, die appetitlichste Polka, die ich jemals gehört habe. Sie heißt nämlich Zwiebelschnitzel von der Gruppe T aus den Niederlanden. Und im Anschluss daran werdet ihr einen angenehmen, sympathischen, entspannten Andro von Aerocordia hören, der heißt Backstage Andro. Thank you.
Ach, schön. Zwei links, zwei rechts. Und das alles mit so einer schönen Musik. Ach ja. Für Leute, die sich gerne mal was in den Kalender schreiben, mir geht es so, an manchen Tagen denke ich, ach Mensch, ich habe so einen schönen Kalender, da trage ich doch mal was ein. Und wenn mir da nichts einfällt, dann gucke ich, was so möglich ist. Und so möchte ich denen, denen es so ähnlich geht, die Möglichkeit geben, etwas einzuschreiben. Und zwar für den 27. Januar 2023. Dann nämlich wird es etwas Schönes geben, nämlich die nächste Ausgabe von Funk im Fluss Nummer 19. Und dann können wir den folgenden Drehleier-Spieler begrüßen. Der heißt Gilles Charbonneau. Er ist unheimlich einflussreich. Er ist einer von den feinen Leuten, einer von denen, der das Instrument wirklich erforscht hat. Und vor vielen, vielen Jahren, also vor 3 Jahrzehnten, hat er das folgende, wie ich finde, sehr schöne Stück aufgenommen. Rossignolet.
Gilles Chabenas mit Rossignolet und La Bequille. So, jetzt kommen wir zu einer Band, die ich auch ganz wundervoll finde. Sie heißt Slavia. Ich hatte das Vergnügen, sie mehrfach live zu erleben und möchte euch nicht das folgende Stück vorenthalten, das ich sehr gerne hörend euch tanzend ans Herz legen möchte. Und jetzt geht's los. Thank you.
Das war The Potwies, der Pottwal von Slabia. Puh. Also ich finde, man kann in diesem Stück das Meer und den Wal, wie er taucht und wie er auftaucht, wie die Fontäne aus seinem, was ist das, seine Nase aus seinem Atemloch herauskommt und wie er unter Wasser schwimmt und vielleicht jagt. Das kann man alles raushören, wenn man das möchte. Und das Ganze während eines Tanzes ist doch ganz, ganz großartig, finde ich. Slabia macht immer so CDs, die sich ganz grob um ein Thema ranken. Hier auf dieser CD ist es das Meer oder Meerestiere. Und auf einer anderen CD geht es zum Beispiel um unser Sonnensystem. Da gibt es so Stücke wie Pluto und sowas. Ach ja. Jetzt kommen wir aber zu etwas ganz anderem, nämlich zu einem freundlichen, fröhlichen Schottisch von Embrun aus Belgien, glaube ich, auch wieder. Und zu einem etwas kühleren Stück. Das heißt Die Sombre von Seff. Thank you.
Ach, was für ein schöner Walzer. So lässt man sich den Dezember doch gefallen, finde ich zumindest. Oder ich habe jetzt für euch ein schönes Stück, wie ich finde. Na okay, mir gefallen sowieso all die Musiken, die ich auswähle. Also auch wieder ein schönes Stück für euch. Und zwar heißt das Le Beau Rosier von Narragonia. Das ist ein Trikot. Und im Anschluss gibt es eine Mazurka du Dimanche von Trio Lubelia. Und zu beiden lässt sich ganz wundervoll tanzen. Ich hoffe, zu den anderen Sachen, die bisher liefen, auch. Und ja, mir ist gerade so tänzerisch. Am Wochenende hatte ich das Vergnügen, gerade wieder bei einer Hochzeit zu spielen und ein paar kleine Tänzchen auch selber wagen zu dürfen. Und eine Woche davor, da war genau das gleiche Glück mir beschieden. Und also möchte ich euch daran teilhaben lassen, auch wenn ich jetzt nicht selbst spiele, sondern euch Lieder spiele, Vorspiele von anderen, die es sehr, 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 sehr gut tun. Jetzt also Narragonia und Trio Lubelia.
Wundervoll, wundervoll. Da geht mir ein ganzes Herz auf. So, wir kommen jetzt zu einer Stelle, die in der Sendung dieses Mal etwas früher dran ist, weil das letzte Stück ein sehr langes ist, und zwar eine ganz, ganz verrückte Polka von Jal, die heißt Du jour au lendemain, also einmal durch die Nacht sozusagen. Und daher möchte ich mich jetzt schon verabreden, denn 8:02 sind eine sehr lange Zeit für eine Polka, aber meine Verabschiedung wäre normalerweise mindestens 5 Minuten später als jetzt. Deshalb herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere auch einen Kommentar hinterlässt oder eine Nachricht schreibt, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat, oder wenn ihr vielleicht ein schönes Rezept habt für Quarkbällchen oder was ähnliches, dann schickt es gern an folkradio.ff@gmail.com oder geht auf die Facebook-Seite von Jetzt, Heut und Hier oder auf die Homepage, sie heißt ebenfalls www.jetzt-heut-hier.de. Und mir bleibt jetzt noch Folgendes zu sagen, denkt immer daran, Folkmusik macht glücklich. Ciao, euer Thomas.